So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Heart Gold an Weihnachten heute, ja. Auch heute werde ich ein bisschen was aufnehmen. Es war nicht viel und eigentlich war auch heute für ein anderes Video als Pokémon geplant, aber da ich an Weihnachten nicht wirklich viel Zeit habe, jetzt mal aufnehmen, kommt da nur schnell ein Pokémon-Part, weil es einfach den wenigsten Zeitaufwand hat. Und ein Weihnachtsgeschenk habe ich von euch ja schon bekommen, und zwar, ich habe seit heute meine 300 Abos voll. Das heißt wirklich, ich bedanke mich nochmal wirklich bei allen meinen Abonnenten, die mich immer noch so gut unterstützen, immer schöne Kommentare schreiben. Danke wirklich an jeden von euch. Und ja, dann fangen wir auch gleich an hier. Und ich habe auch nachgeguckt, ich habe mich informiert und habe sogar gesehen, dass er eigentlich vor Misty, dass Misty eigentlich vor dem Arena-Kampf kommt, den wir jetzt schon gemacht haben. Also den Gift-Arena-Leiter. Und, ja, das heißt, wir haben jetzt schon den fünften Orden gemacht, vor dem vierten Orden eigentlich, der hier, wisst ihr, ist jetzt, in diesem Spiel zumindest. Also wir haben jetzt die Spule hier gefunden, die der andere von Team Rocket hier versteckt hat, dann steigen wir noch aufs Fahrrad und fahren nochmal hier rechts zu dem Kraftwerk, um die Spule abzugeben. Und dann sollten wir eigentlich endlich mit Misty kämpfen können. So. Schon durch. Jetzt unser Schneider an hier. Und fahren noch schnell runter. So, weg, weg. Ah, nee, stimmt. Und, oh Gott. Wir fahren 2 Meter weiter runter und der Baum ist wieder da. Stimmt ja, wir müssen surfen, um zum Kraftwerk zu kommen. Also, machen wir das auch gleich. Gut. Noch ganz kurz einen Topschutz einwerfen. Und dann schnell hier runter. So, also wie ihr bestimmt schon erwartet habt, wird auf jeden Fall Raikou den Kampf übernehmen gegen Misty. Ich glaube sogar vorwiegend nur er. Nehmen wir mal hier. Okay. Wir haben das Teil abgegeben. Der Generator läuft wieder. Und wir kriegen sogar noch eine TM. Was ist es? Es ist. Ladestrahl. Da muss ich kurz nachgucken, ob wir das nicht irgendjemandem beibringen können. Ladestrahl. Stärke 50 und es ist physisch. Ich muss ganz kurz gucken, wie viel die andere Attacke hat von Raikou. Also nicht Donner, sondern Schockwelle. Schockwelle hat 60. Aber okay, ich tu Schockwelle verlernen und lerne Ladestrahl. Da Ladestrahl ja auch eine Wahrscheinlichkeit hat von, ich weiß nicht wie viel Prozent, dass auf jeden Fall eine nicht so allzu niedrige, dass die Spezialangriff nochmal erhöht wird. Das heißt, nach einmal Glück und erhöhter Spezialangriff machen wir schon viel mehr Schaden, als wir mit, ja, der Schockwelle machen würden. Gut, so. Wir haben jetzt endlich hier die Spule abgegeben. Das heißt, jetzt ist es auch so, wie ich von Anfang an gemeint hatte, das Misty ist jetzt da oben. Und da müssen wir jetzt hin. Jetzt müssen wir nochmal wegfahren hier. Und, nee, wir fliegen weg, weil sonst dauert es auch zu lang. So, hier rüber, fliegen. Und schon sind wir da. Jetzt steigen wir schnell auf. Und fahren es nochmal. Aber das ist diesmal wirklich das letzte Mal hier diesen Weg hoch. So. Und durch den Wald hier. Na, na, na. Schön durch. Und hier oben sehen wir jetzt, da ist Misty.
So, und nun endlich ist sie in der Arena. Wir mussten einiges dafür tun, aber jetzt endlich können wir zu ihr gehen. Ich habe nur kurz Raikou nach vorne gelegt. Und jetzt können wir endlich gegen sie kämpfen. Das heißt, erst gegen ihre Schwimmer, die sie wahrscheinlich in der Arena hat. Und dann gegen sie. Und oh, los. Rein in die Arena. Und endlich ist sie nicht mehr leer. Es sind Leute drin. So, gehen wir dann mal zur ersten Schwimmerin da. Jetzt müssen wir hin surfen. Und das war daneben. Moment. Nein, so kommt sie nicht zu uns. Das heißt, wir müssen wirklich im Wasser sein. Na, komm her. Jetzt. So, gut. Gucken wir mal, welchen Levelbereich die hier sind, die Pokémon. Okay. Enteron Level 48. Das heißt, es ist schon einigermaßen... Ja, es ist nicht so niedrig. Ich meine, das ist ja nur eine Kämpferin hier. Also nicht eine Kämpferin, was hier. Das ist eine Arena-Hälterin. Und ich wurde unterbrochen. Ja. Also, er hat Aquavelle eingesetzt, hat mir wenig Schaden gemacht. Und ja, sonst ist nichts passiert. Und wir machen daneben. Super. Mach nochmal Aquavelle. Und nochmal Ladestrahl. Da kann man auch gleich mal sehen, wie oft unser... Ein bisschen austesten, wie oft wirklich unser Spezialangriff erhöht wird. Also in dem Kampf gar nicht. Also ist doch anscheinend nicht so hoch die Chance. Aber naja. Wir haben auch noch Donner und... Das machen wir schon also auf jeden Fall. Nur immer dieses ewige Aufsteigen aufs Pokémon. Naja, nächster Kampf. Gegen Schwimmer Charlotte. Mit einem Austoss. Da mache ich schnell einen Donner drauf. Der natürlich nicht trifft. Aurastrahl macht zum Glück nicht allzu viel Schaden. Jetzt aber Donner. Und Austoss besiegt und sie hat auch noch ein Pokémon, glaube ich, oder? Ja. Das heißt, zwei sind besiegt, einer ist noch da oben und wir können diesmal gleich durchschwimmen, das ist schön. Gut. Aber ich sehe gerade, da rechts sind noch Matrosen. Auch noch Trainer. Also, kämpfen wir noch gegen die auch noch? Oh, Gold King. Ist jetzt unpassend für Raikou eigentlich, dass ich Golking töte, wegen den Attack-EVs, aber egal. Ich brauche die XP. Und wir erhöhen unseren Spezialangriff zum ersten Mal. Das heißt, dass das nächste, wenn er noch einen Golking hätte, also sie noch einen Golking hätte, wäre das nächste, glaube ich, mit einem Ladestrahl weg. Wegen dem höheren Angriff jetzt. So, was hat er? Noch ein Golking. So. Dann schauen wir mal, ob das stimmt, was ich gesagt hatte. Also. Reicht das diesmal? Es reicht. Und ja, es hat schon recht hohe Chance anscheinend, das zu erhöhen, weil ich habe jetzt gerade dreimal benutzt und zweimal wurde es erhöht. Das ist schon eine schöne Rate. Das geht schon. Also auf jeden Fall nützlich in längeren Kämpfen, wie es bei Misty dann. Weil wenn ich jetzt einmal Ladungsstoß mache und dann direkt mal Angriff erhöht wird, dann... Ja, sollte ich eigentlich die nächsten alle schön weghauen. Von den Pokémon. Aber Level 53 will ich noch, bevor ich wieder kämpfe. Also mache ich auch noch hier rechts.
Und den da unten auch noch. So, hier, Matrose. Und das war der fünfte, das ist dann der fünfte und letzte hier. Der mit einem Sefer. Da reicht Ladestrahl. Und ich glaube, ich gehe auch gleich mal noch ins Pokémon Center kurz heilen. Dauert da eh nicht lang und eigentlich nur, fast nur wegen den PP, die mir fehlen hier. AP, genau, nicht. Ach, AP fehlen mir noch von Ladestrahl, weil ich den gerade sehr oft benutzt habe. Habe ich gerade noch 3 übrig. Jetzt 2. Und glaube ich, reicht nicht für Misty. Also heilen wir uns einfach schnell. So, Simon. Auch locker besiegt. So, schön. Und dann gehen wir schnell heilen. So, dann mal kurz raus. Pokémon sind jetzt eh direkt neben der Arena. Und da heilen wir uns kurz. Und weiter geht's. Naja, so eine Turbo-Taste ist schon was Feines. Also, wir gehen jetzt mal rechts hier hoch, müssen nicht schwimmen. Und gehen direkt hoch zu Misty. Und da ist der nächste Arena, der Kampf gegen Misty. Unser Kampf Nummer 5, glaube ich, in Kanto. Und Misty fängt an mit dem Enteron, Level 49. Ja, es, vom Level her, es geht. Ich mache auch mal Ladestrahl. Und hoffe mal, dass mein Spezialangriff erhöht wird. Und, nein. Ja, und jetzt müssen wir mit Donner angreifen. Was natürlich daneben geht. So, noch ein Donner. Wieder daneben. Komm, triff mal, treff. Treff. Jetzt aber, wehe triff nicht. Dankeschön. So, Enteron besiegt. Bleiben noch 3. Morlord. Oh Gott, da muss ich auswechseln. Und zwar. Zu Scarabon. Ich bezweifle, dass Morlord irgendeine Eisattacke kann. Also. Machen wir mal. Was machen wir denn gegen Morlord? Machen wir einfach mal einen Nahkampf. Und hoffen wir, dass es reicht. Nein, reicht nicht. Und der macht Regentanz. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, ab jetzt sollten ihre Pokémon immer schneller sein als meine. Außer jetzt Mornhurt, weil es langsames Vieh ist. Aber ihre anderen müssten jetzt eigentlich schneller sein als meine. Dank Regentanz. Und Lapras kommt rein. Ja, da kommt, da kann ich Raikou wieder einwechseln. Und aber Lapras mache ich keinen Armstoß. Lapras Level 52 sogar. Jep, da habe ich auf jeden Fall Donner drauf. Er trifft und wie viel Schaden macht er? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es reicht. Aber es könnte reichen. Nein, tut's aber nicht. Ein Eisstrahl macht. Ach nö. Wir sind eingefroren. Na super. So, wenn Raikou jetzt nicht wieder auftaucht, mache ich das gleiche, wie was er gerade gemacht hat. Gut. Beutel. Und da, Top-Genesung.
Auf Raikou. So. Und wir nicht wieder einfrieren. Nächste einfrieren. Das gibt's doch nicht. Es hat eine geringe Chance einzufrieren. Und zwei miteinander. Naja, wir haben eh genug Top-Genesungen. Das heißt, daran liegt es nicht, aber es zieht sich einfach dadurch. Dankeschön, war nicht eingefroren. So, Donner. Auch wenn es nicht ganz reicht. Einfach mal Donner drauf und dann noch einen Ladestoß hinterher. Und welches Lapras kann bitte Gesang? Oh Gott. Die wollen mich echt gerade ärgern hier. Hyperheiler. Und er macht noch eine Top-Genesung. Also, sie macht auch eine Top-Genesung. Ach, komm. Donner geht wieder daneben. Eisstrahl. Und wenn wir jetzt nochmal eingefroren werden. Gut. Weil dann wär hier irgendwas falsch, weil. So viel Glück kann man gar nicht haben. Aber war jetzt möglich. So. Und ich glaube kaum, dass sie mehr als zwei Top-Genesungen dabei hat. Und schon wieder Gesang. Ach nö. Gut. Es ist jetzt das letzte Item, was ich in dem Kampf einsetzen werde. Ansonsten wechsle ich mein Pokémon oder mache irgendwas anderes, aber. Sonst. Jetzt ist mir gerade echt zu doof. So. Wir werden nicht eingefroren. Schön. Ladestrahl. So, Lapras ist besiegt. Unser Spezialangriff steigt nochmal. Sind wir nochmal bereit für den nächsten. Und Starmie ist hier erst das Pokémon. Level 54, aber durch meinen geboosteten Special Attack jetzt und Donner sollte ich ziemlich viel Schaden machen, wenn ich es sogar mal hätte. Ja, sofern ich jetzt durchkomme durch die Verwirrung. Oh Gott. Ja, komm ich. Und er trifft sogar. So, sehr effektiv Donner mit Special Attack Boost. Reicht, um Starmie zu töten. Wir kriegen nochmal schön viel Erfahrung und besiegen Misty. Gut, der nächste Orden, der Quellorden. Und wir kriegen natürlich noch eine TM, wie immer. Und zwar TM 03, was Aquawelle ist. Gut, Aquawelle, nicht wirklich eine Attacke, die sich lohnt, irgendjemandem beizubringen. Aber naja. Gut, damit haben wir Misty besiegt und es kann weitergehen Richtung Rocco, aber das erst beim nächsten Mal. Und ja, ich wünsche allen noch schöne Weihnachten und feiert schön und was auch immer ihr macht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.